weil ich meine Arbeit in den letzten 6 Jahren sehr gerne gemacht habe. Und ich glaube auch ganz erfolgreich gemacht habe. Der Lohn ist nicht schlechter geworden, ist eher auch besser geworden. Und ich habe einfach Lust dazu, jetzt auch die nächsten 5 Jahre für Iserlohn da zu sein und diese Arbeit fortzusetzen. Für mich ist weiter geht's einfach keine Alternative. Iserlohn kann mehr. Das ist viel mehr als nur ein Slogan. Das ist ein Bedürfnis. Weiter geht's ist Stillstand. Stillstand bedeutet Rückschritt. Andere Städte kaufen uns den Schneid ab. Sie holen uns ein. Und Iserlohn muss wieder Nummer 1 im Märkischen Kreis werden. Dafür werde ich sorgen. Ich denke, wir müssen mit Ehrgeiz die Baustellen, Gesamtschule, Schillerplatz, Parkhalle angehen und einer Lösung zuführen. Iserlohn hat eine echte Option. Weiter geht's oder Iserlohn kann mehr. Ich treffe Entscheidungen und ich übernehme auch die Verantwortung dafür. Mit mir wird es keine Enthaltung bei wichtigen Themen im Rat geben. Wir müssen wieder in den Dynamikmodus kommen. Weil ich ein sehr guter Bürgermeister werde. Einer der hässlichsten Orte ist mit Sicherheit der Schillerplatz. Die schönsten Orte sind unser Stadtwald und das Schul- und Sportzentrum oben am Hemberg. Da bin ich sehr stolz drauf. Ansonsten überwiegt die Anzahl der schönen Stellen. Iserlohn ist wunderschön. Der hässlichste Platz hier in Iserlohn ist für mich ganz klar der Schillerplatz zurzeit. Das ist der hässlichste Platz. Ui, der schönste. Ach, da gibt es so viele schöne Plätze. Je nach Stimmung. Muss ich sagen, ich kann nicht sagen, das ist der schönste Platz. Also ich bin gern am Saalersee, ich bin gern am Danzturm, ich bin gern am alten Rathausplatz, ich bin gern auf dem Marktplatz, vor allen Dingen, wenn da Genuss pur ist. Also es gibt auch anlassbezogen unterschiedliche Plätze und deshalb den schönsten will ich jetzt nicht benennen. Der hässlichste ist für mich im Moment der Schillerplatz, weil wir da eben lange Zeit nicht weitergekommen sind in der Neugestaltung. Aber es gibt da bestimmt auch noch viel hässlichere Ecken. Meine erste Amtshandlung. Ich habe immer versprochen, jedem Iserlohner Bürger, dass ich eine ganze Menge tue und auch tun werde. Und meine erste Amtshandlung ist die, dass ich einen verdammt schönen Weihnachtsmarkt organisiere und das auf die Beine stelle. Dass man sagt zu mir, der ist jetzt im Amt und... Yeah, wir haben oder bekommen einen geilen Weihnachtsmarkt, so wie er früher mal war. Sprich, nicht nur Alter Rathausplatz, sondern Unnerstraße, Werminger Straße. Das wäre so mit die erste Amtshandlung. Und dass ich genau schaue, dass ich ein sehr gutes Team aufstelle und dass wir einiges verändern, das schnellstmöglich. Meine erste Amtshandlung ist dann zunächst mal die erste Ratssitzung in der neuen Periode zu leiten. Und mich weiter intensiv, aber das mache ich im Moment auch schon, zu kümmern um die Frage, welche Schule wird die zweite Gesamtschule sein, wo wird die stehen? Und um die Frage, auch intensiv mich zu kümmern, was passiert mit dem Schillerplatz und der Umgebung des Schillerplatzes, weil das sind für mich im Moment die wichtigsten Bauprojekte. Als allererstes muss ein transparenter und ehrlicher Kassensturz gemacht werden. Es kann und darf keine Bilanztricksereien mehr geben. Verluste müssen da ausgewiesen werden, wo sie tatsächlich entstehen. Und der Kassensturz mit den dann neuen Kämmerern wird dann zeigen, wo wir tatsächlich stehen. Auf der Alexanderhöhe muss auf jeden Fall ein Veranstaltungsort erhalten bleiben. Gemeinsam mit dem Parktheater muss es die Möglichkeit geben, diesen Veranstaltungsort auch wieder wirtschaftlich zu betreiben. Dafür ist es besonders wichtig, ein Verkehrskonzept zu entwickeln, was durch den Ausbau der Alexanderhöhe meiner Ansicht nach vor 5 Jahren schon hätte geschehen können. Das ist jetzt der erste Angriffspunkt und dann muss da oben eine schöne, wirtschaftliche, vernünftige Halle für mindestens 1200 Personen entstehen. Das ist eigentlich klar beschlossen. Also wir wollen da einen Anbau an das Parktheater planen und vor allen Dingen müssen wir die Verkehrserschließung zur Alexanderhöhe neu überdenken, insbesondere von der Alexanderstraße her. Was so bleibt, wie es hier im Moment ist, es bleibt der Veranstaltungsort der Stadt Iserlohn und das Schützenfest wird auch immer dort oben bleiben. Also, Alexanderhöhe, Parkhalle, ganz klar, die historische Geschichte der Stadt zeigt,
es muss dort oben eine Veranstaltungshalle geben für 1000, eher 1500 Mitbürger zum Feiern, zum Erleben. Ganz klar nicht nur der IBSV, sondern für jedermann. Ich stelle mir davor, eine Multifunktionshalle zu errichten, wo man auch die einzelnen Bereiche abtrennen kann. Ich bin da sehr kreativ, aber ganz klar, hier ist ganz wichtig, liebe Iserlohner, ihr bekommt die Halle. Ich werde mich für euch einsetzen, definitiv. Und ich muss ganz klar sagen, aber wenn wir da Schwierigkeiten haben sollten seitens der Anwohner mit der Lärmbelästigung der Fahrzeuge, da habe ich gesagt, ihr bekommt eine ganze Menge, aber ganz klar, wenn keine Möglichkeit besteht, vernünftig zu parken, dann gibt es ein Parkleitsystem, da werde ich das Ganze auch ausarbeiten, aber die Halle ganz klar da oben. Und ja, der eine oder andere meint, zwei Hallen hier in Iserlohn sind nicht realisierbar, sind nicht finanzierbar, und glaubt es mir, die Halle oben wird entweder modernisiert, wenn es sich lohnt, ja, oder abgerissen, dann neu aufgebaut, aber so die gleiche Größe der Halle.